Die Commerzbank-Aktie heute wieder kräftig unter Druck und es gibt Gerüchte, unschöne Gerüchte. Darüber spreche ich jetzt mit unserem Experten Dirk Becker von Kepler Capital Markets. Hallo nach Frankfurt, Herr Becker. Es gibt Gerüchte, dass die Commerzbank bei ihrem Verkauf ihrer Schiffskredite fast ihr gesamtes Eigenkapital verlieren würde. Woher kommen die Gerüchte? Was ist dran? Ja, es hat wohl gestern ein Investorentreffen bei der Commerzbank gegeben, wo nochmal über diese Altlasten gesprochen wurde. Und da ist möglicherweise dem einen oder anderen Investor erst aufgefallen, wie groß die Altlasten noch sind. Aber es ist auf jeden Fall falsch. Es ist, soweit ich das beurteilen kann, nichts an diesem Gerücht dran, dass die Commerzbank die Schiffsfinanzierungsportfolios jetzt unter Druck schnell verkaufen wird. Und es ist auch nicht wahr, dass die Commerzbank dabei ihr gesamtes Eigenkapital verlieren wird. Dafür ist das Portfolio, das ist zwar schlecht, aber so groß ist es letztlich auch wieder nicht. Es gibt ja Spekulationen, dass die Commerzbank ohne eine weitere Kapitalerhöhung nicht auskommt. Wie groß wäre denn der Kapitalbedarf für die Commerzbank? Ja, die Commerzbank müsste, um ihr aktuelles Kapitalziel zu erreichen, nochmal ungefähr 1,2 Milliarden zusätzliches Kapital aufbringen. Im Moment ist es so, dass man davon ausgeht, dass es wahrscheinlich aus internen Ressourcen bestritten werden kann. Aber der Unsicherheitsfaktor ist immer der Abbau der Altlasten, der durchaus mehr Kapital kosten kann, als er freisetzt. Also das ist ein kleiner Unsicherheitsfaktor. Die Aktie hat ja nach den Spekulationen ein neues Allzeittief markiert. Mit 6,70 sehen wir noch tiefere Kurse. Wo sehen Sie den fairen Wert? Ja, wir sehen den fairen Wert bei 7 Euro, aber das ist im Moment alles sehr spekulativ. Der Buchwert pro Aktie ist bei über 20 Euro und ich denke, dass die Kurse im Moment schon stark eher von Spekulation als von Fundamentaldaten getrieben werden. Also fundamental gibt es kein großes Abwärtspotenzial mehr, aber ich glaube, das Marktsentiment wird weiter die Aktie nach unten ziehen. Herr Becker, danke schön fürs Interview und einen guten Tag nach Frankfurt. Danke, gleichfalls.